zeigst hier in Deutschland, es muss sich einfach was tun. Wenn wir nicht auf die Straße gehen, wenn wir nicht streiken, geht es immer so weiter, passiert nichts, dann kürzen sie uns die Löhne, so wie sie es mit euch vorhaben, wenn sie sagen, die Laufzeit soll auf 40 Monate ausgeweitet werden. Also das ist einfach eine Unverschämtheit. Ich bin Gewerkschafter bei Verdi, bin auch in der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften und schreibe für die Zeitung Klasse gegen Klasse. Und wir haben ja auch Kollegen heute von der IG Metall, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also von den DGB-Gewerkschaften. Wir denken, dass der DGB eben euren Streik mit unterstützen sollte. Nur gemeinsam sind wir stark. Auch die IVG sollte euch unterstützen, gemeinsam statt getrennt handeln. Bravo. Wir sprechen uns auch gegen das Tarifeinheitsgesetz aus. Es ist ein Gesetz, das den kleineren, aber oftmals kämpferischen Gewerkschaften letztendlich das Streik- und das Existenzrecht nimmt. Und wir sagen, wir brauchen die volle Freiheit zu streiken. Wir brauchen, auch als DGB-Gewerkschafterin sagen wir das, wir brauchen die volle Freiheit für unsere Rechte einzutreten. Es ist auch so, dieser Streik hat Bedeutung gesamtgesellschaftlich, weil es ist auch ein Streik, der sich um die Frage dreht, wie wollen wir überhaupt unser Verkehrssystem gestalten? Wollen wir immer weiter auf Autos angewiesen sein oder wollen wir eine Verkehrswende schaffen, bei der ja, wir die Bahn immer besser ausbauen, bei der die Kolleginnen und Kollegen bessere Verdienste bekommen, bessere Arbeitsbedingungen, und wir müssen das zusammendenken. Wir brauchen Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohn und Personalausgleich. Also in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für euren Streik. Ich möchte auch noch auf einen anderen Streik hinweisen, der momentan in Berlin stattfindet. Es ist ein Streik von prekären Arbeiterinnen bei dem Lieferservice Gorillas. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Die Leute arbeiten unter echt beschissenen Bedingungen und es ist, also sie wehren sich einfach gegen willkürliche Entlassungen. Sie sind auch in einen wilden Streik getreten und wir denken, dass man die Streiks zusammen führen muss, zusammen kämpfen muss. Und die Kolleginnen von Gorillas haben eine Streikkasse eingeführt, um überhaupt ja, ihren Streik finanzieren und führen zu können. Und ich fände es super, wenn ihr auch für diese Streikkasse ein paar Euro geben möchtet, damit die Kolleginnen ihren Streik führen können, damit wir solidarisch zusammenstehen. Danke.